einen eigenen Button erstellen. Wir sind hier in GIMP, machen eine neue Datei. Größe nehme ich jetzt mal 400 mal 100, mache ich groß. Wir können jetzt unser Bild mit einer Farbe füllen. Schwarz ist vielleicht nicht so spannend. Dann können wir hier hingehen, bekommen hier die Hintergrundfarbe, die wir ändern wollen. Hier steht immer die HTML Notation. Ich nehme jetzt mal dieses Orange. Und wenn wir uns diesen Farbcode DE6A15 merken, können wir das sozusagen überall nutzen, wenn wir Sachen aufbauen wollen. Also jetzt habe ich aktuell diese Farbe. Finde ich erstmal gut. Okay. Jetzt möchte ich runde Ecken haben. Gehe ich auf Filter, Dekoration, runde Ecken. 15 Eckradius. Wir können jetzt auch mal 20 nehmen. Das ist erstmal egal. 15 ist immer voreingestellt. Wollen wir einen Schatten haben, lasse ich jetzt mal stehen, sonst kann man den Schatten auch wegnehmen. Und schon habe ich jetzt hier ein neues Bild. Das ist einmal der Hintergrund, das Orange, das Background, wenn wir das hier wegmachen. Gar nichts, das ist der Hintergrund. Der Schatten, nochmal Background in Weiß. Und jetzt können wir ganz einfach einen Text einfügen. Wir gehen hier auf Text. Ich mache dann immer gleich so ein Feld auf, so dass es passt. Und dann können wir uns hier eine Schrift aussuchen, hier die Schriftgröße. Aber wir haben jetzt noch diese Schriftfarbe. Was passiert, wenn ich auf Orange schreibe? Man sieht gar nichts. Also gehen wir hier nochmal auf Farben und nehmen wieder unser Schwarz. Okay, und dann schreibe ich zum Beispiel zum Geschenk. So, jetzt sehe ich immer noch gar nichts. Jetzt mache ich mal diese anderen hier weg. Und ups, da sehen wir unser Geschenk. Und das ist mir jetzt zu klein. Hier kann ich es mittig stellen. Jetzt mache ich das aber noch ein bisschen größer. Mache ich es fett. Und ich kann es jetzt hier runterschieben, damit es auch so in der Mitte steht. Gut, jetzt mache ich den Background an. Geschenk ist noch da. Mache ich den Shadow an. Geschenk sieht man noch etwas dunkel. Mache ich den Hintergrund an. Ups, ist das Geschenk weg. Wie kommt denn sowas? Das liegt daran, weil ihr müsst euch das vorstellen, wie verschiedene Blätter Papier. Und diese Ebenen hier, die liegen übereinander. Und wenn der Hintergrund als oberstes liegt, er verdeckt die Schrift. Das heißt also, die Schrift, das ist jetzt hier aktiviert, weil es blau unterlegt ist, muss ich nach oben packen. Und schon ist es da. Wenn man jetzt noch zum Geschenk, kann man auch Doppelpunkt, Anführungsstrich, man kann alles machen, was man will. Ich habe jetzt hier mal ein neues Bild, bin wieder auf Orange, gehe auf Farbverlauf, mache hier einfach schräg oder so. Das kann man auch mit einer anderen Farbe machen. Wir können ja mal jetzt hier das Rot nehmen. Ihr seht, damit kann man experimentieren, wie man will. Anschließend können wir wieder Filter gehen, Dekoration, runde Ecken, ist noch 20 voreingestellt. Und wir haben hier wieder ein neues Bild mit runden Ecken und können es wie eben behandeln. Wir können auch noch was anderes machen. Wir können auch runde Button erstellen, also neu. Jetzt nehme ich mal 100, 100, okay. Dann haben wir jetzt hier ein quadratisches Ding. Wir füllen es einfach mal wieder irgendwie. Und gehen auf Filter, Dekoration, runde Ecken. Jetzt sehen wir hier 50. Schatten will ich jetzt mal nicht haben. Okay. Und was habe ich? Ein kreisrunden Button. Wenn ich das mit einem Quadrat 200 mal 200 mache, muss ich natürlich die Ecken auf 100 stellen und nicht auf 50. Und dann habe ich solch einen Kreis. Und da kann man zum Beispiel auch schon durch den Verlauf einen Teil des Kreises wegnehmen. Und das sieht dann zum Beispiel auch wie ein Planet aus. Das kann man mit Hintergrundbildern machen. Man kann da unheimlich viel machen. Jetzt wisst ihr, wie ihr runde und eckige Buttons machen könnt. Diese Buttons kann man auch noch animieren. Das zeige ich in einem anderen Video.